Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Zu unserem dritten Sommergespräch ist heute ein Parteichef zu Gast, von dem es heißt, dass er um die Spitze mitkämpft. Schönen guten Abend, Heinz-Christian Strache. Schönen guten Abend, grüß Gott. Beim letzten Einzug ins Parlament, das hier hinter uns das Studio umrahmt, ist die FPÖ zwar nur auf Platz 3 gekommen, dann war die Partei aber sehr lange stabil vorne Nummer 1 in den Umfragen, aber das ist seit dem Obmannwechsel in der ÖVP anders. Jetzt könnte man sagen, früher war alles besser, Herr Strache, selbst die Umfragen. Aber wenn man so auf die Rahmenbedingungen unseres Lebens blickt und unserer Welt blickt, dann stimmt das ja gar nicht, dass früher alles besser war. Vielfach war früher alles schlechter. Sie waren ja mal Zahntechniker, bevor Sie in die Politik gegangen sind. Wissen Sie, wie es da um die Karies bei Kindern, bei 12-Jährigen ausgesehen hat? Da waren so etwa 7 Zähne im Durchschnitt von Karies befallen. Heute ist es nicht einmal ein Zahn. Im selben Zeitraum sind die Banküberfälle zu einem aussterbenden Verbrechen geworden. Die Toten im Straßenverkehr sind trotz Anstiegs der Autos rapide zurückgegangen und die durchschnittliche Wohnfläche, die einem Österreicher zur Verfügung steht, hat sich in etwa verdoppelt. Hat sich in diesen 3-4 Jahrzehnten auch aus Ihre Sicht auf das Land, auf Ihre Heimatstadt beispielsweise, etwas zum Guten entwickelt? Ja, Sie haben jetzt sehr viel in diese Frage hineinverpackt. Auch viele positive Entwicklungen. Ich sage ja, es gibt ja nicht umsonst, gibt es ja auch den Spruch, ne, der kluge Bankräuber überfällt keine Bank, er gründet eine. Wir haben ja heute auch gerade im Bankwesen durchaus massive Fehlentwicklungen, die man vielleicht auch von einer anderen Seite beleuchten könnte. Aber Sie haben schon recht, natürlich gibt es, wenn es um die Lebenserwartung von Menschen geht, positive Entwicklungen dank der Gesundheitssituation, der Spitalsituation, der Behandlung, der Prävention eines gesünderen Lebens. Da gibt es viele positive Entwicklungen, auch neben negativen Entwicklungen. Und die müssen wir ernst nehmen, die dürfen wir nicht ausblenden, nicht schönreden. Da habe ich in den letzten 12 Jahren als Obmann sehr oft erlebt, dass die berechtigten Warnungen von uns den Wind geschlagen worden sind, man sie zugedeckt hat, schön geredet hat. Und jetzt kurz vor der Wahl, nachdem man viele Fehlentwicklungen verursacht hat von Seiten der Regierung, offensichtlich doch verbal eingesteht, dass die freiheitlichen Forderungen und Warnungen berechtigt sind. Auf der Suche nach solchen Statistiken, wie ich sie jetzt ganz beispielhaft aus vielen verschiedenen Lebensbereichen gebracht habe, um Sie zu fragen, was aus Ihrer Sicht auch noch besser geworden ist, bin ich auf eine Statistik gestoßen, die so gar nicht mit unseren Empfindungen momentan übereinstimmt. Und das ist die Zahl der Terrortoten in Westeuropa, auch in diesem Zeitraum seit den 80er Jahren. Die hat nämlich in den letzten 40 Jahren extrem abgenommen. Und ich sage dazu, stimmt nicht mit unseren persönlichen Empfindungen überein, aber die ETA, die IAA, die Roten Brigaden, die RAF, die Palästinenser haben damals viel mehr Unheil angerichtet, was die Zahl der Terrortoten betrifft. Ich möchte Sie fragen, warum glauben Sie, ist es momentan aber trotzdem so, dass wir den Eindruck haben, viel mehr in einer so unsicheren Welt zu leben? Naja, es gibt gewisse Entwicklungen, die heute vorhanden sind, wo wir wissen, dass der islamistische Terror im Herzen Europas angekommen ist. Erst unlängst der letzte dramatische Anschlag in Barcelona mit Todesopfern in einer Fußgängerzone mit Kindern, die hier auch zu Opfer gekommen sind. Und das ist alles sehr dramatisch. Und man hat schon den Eindruck, es passiert relativ regelmäßig so ein Anschlag in der Zwischenzeit, ob wir jetzt an Paris und an die schrecklichen Bilder dort denken oder auch in Belgien oder auch in Deutschland oder anderswo. Und das nimmt schon eine Entwicklung an, wo man sagen muss, wir haben ein Problem, das man nicht wegwischen kann. Und da ist es wichtig, ich sage aktiv, und das fordert die Zeit, dagegen zu arbeiten und dagegen zu steuern und auch solche Zellen und solche radikalen politischen Entwicklungen des politischen Islam auch wirklich zu bekämpfen und nicht erst nach Attentaten und Terroranschlägen dann immer mit Beileidskundgebungen aufzufallen und dann relativ rasch zur Tagesordnung überzugehen. Der Terror hat ganz andere Hintergründe, klarerweise. Sie haben es jetzt eh auch erwähnt. Aber warum fokussieren wir so sehr darauf, lassen uns manchmal auch sogar ein Stück der eigenen Freiheit nehmen, lassen uns kontrollieren, überwachen etc., obwohl rein statistisch gesehen es nicht so viel Anlass gäbe, diese Angst zu haben, in der wir aber tatsächlich oft leben. Und dazu tragen wir Medien natürlich auch bei, weil wir viel darüber berichten, was wo in der Welt an Anschlägen passiert, die ja tatsächlich häufig vorkommen. Es ist zum einen eine berechtigte und konkrete Angst, die viele Menschen heute haben, weil es diese terroristischen Anschläge und gefährlichen Entwicklungen gibt durch Parallel- und Gegengesellschaften, die entstanden sind. Und dahinter stehen ja oftmals auch politische Verantwortlichkeiten. Und wenn wir heute unsere liberale
Demokratie schätzen, ja, und auch die Freiheit, die wir haben, schätzen, dann müssen wir auch bereit sein, unsere liberale Demokratie, aber auch unsere Freiheit zu schützen. Und da sind viele, viele Dinge falsch gelaufen. Da hat man 2015 mit dieser unverantwortlichen Entwicklung einer Willkommenskultur unsere Grenzen nicht geschützt, keine Kontrollen vorgenommen. Und das haben die Menschen wahrgenommen, dass man nicht einmal mehr Gesetzen, die sich die Europäische Union selbst gegeben hat, Glauben schenken darf und dass da Gesetze gebrochen worden sind. Also nicht nur Maastricht, sondern Dublin II, EU-Schengen-Grenzverordnung und vieles mehr. Und da verlieren dann Menschen schon auch irgendwo den Glauben an die politischen Verantwortungsträger und vielleicht auch an den Rechtsstaat da oder dort. Und das muss man ernst nehmen. Aber liegt es nicht auch im Wesen der Freiheit, die ja Ihren Parteinamen ausmacht, dass sie Unsicherheit in sich birgt? Stimmen Sie dem zu? Selbstverständlich, aber wir kämpfen ja für unsere Freiheit und wir wollen diese auch erhalten. Und wer nicht bereit ist, für die Freiheit zu kämpfen, der wird sie am Ende verlieren. Und genau darum geht's. Das heißt, wir haben ja eine große Verantwortung, dass wir nicht durch solche Entwicklungen, wie sie zugelassen worden sind, am Ende vielleicht unsere Demokratie oder Freiheit verlieren. Und ich denke da an wirklich beeindruckende Worte vor über einer Woche von einer Irakerin, christliche Wurzeln hatte sie, eine Flüchtlingshelferin, die, ich glaube, bei Krone Online TV interviewt worden ist und ihre Erfahrungen hier im Flüchtlingsbereich der Übersetzung auch mitgegeben hat und davor gewarnt hat, dass viele in der Gesellschaft die Augen verschließen und eine Entwicklung droht, wo wir in 20 Jahren vielleicht aufwachen und negative Entwicklungen wahrnehmen müssen, wie sie heute in anderen Ländern, wie in Afghanistan der Fall sind. Und das muss man ernst nehmen, denn diese Frau weiß, wovon sie spricht. Müssen wir auch ernst nehmen, dass wir vielleicht das Geschäft jener verrichten, die uns die Freiheit nehmen wollen, indem wir sie uns selbst nehmen? Wir dürfen uns die Freiheit nicht nehmen, wir müssen sie verteidigen, darum geht es. Durch Überwachung, durch Kontrolle? Na, auch das, da geht es. Sicherheitsmaßnahmen. Also, es geht darum, Bürgerrechte auch zu schützen, selbstverständlich. Aber es ist notwendig, radikale politische Entwicklungen des Islam nicht zuzulassen. Man darf sie nicht fördern, man darf nicht Vereine genehmigen, so wie das all die Jahre unter Rot-Schwarz passiert ist, Kindergärten oder Schulen, bis heute mit einem völlig unpassenden Islamgesetz sogar die Auslandsfinanzierung für islamische Vereine zulässt. Das sind ja alles Entwicklungen, die das fördern. Das heißt, man hat parallel und gegen Gesellschaften gefordert und jetzt wundern sich die Verantwortungsträger, ich sage jetzt bewusst von Kern bis kurz, und ich wundere mich dann, dass sie sich wundern, denn sie haben es zugelassen. Ja. Zur Integration etc. möchte ich später ohne dies noch kommen. Völliges Versagen. Aber noch kurz beim Freiheitsbegriff bleiben, der Ihre Partei, wie gesagt, ausmacht. Das Gegensatzpaar heißt Zwang zur Freiheit sozusagen. Dazwischen gibt es ja noch etwas, nämlich die Pflicht. Widerspricht die auch der Freiheit? Ich denke da daran, dass Sie die Pflichtmitgliedschaft bei Kammern beispielsweise als dem entgegenstehend bezeichnen. Nein, es ist Zwangsmitgliedschaft. Eben drum, ja. Aber es ist ja eine Pflichtmitgliedschaft. Es ist eine Zwangsmitgliedschaft. Da können wir über die Begrifflichkeiten Zwang und Pflicht gerne reden. Ne? Aber sie widerspricht der Freiheit. Sie widerspricht der Freiheit, denn ich sage, der ÖMTC macht eine exzellente Arbeit und diese Arbeit wird geschätzt und daher gibt es viele freiwillige Mitglieder beim ÖMTC oder auch beim ABÖ und das muss auf Freiwilligkeit aufgebaut sein und da muss eine Leistung dahinter stehen, für die ich gerne und freiwillig zahle. Und es soll ja nicht sein, dass wir Zwangsmitgliedschaften, Zwangsgebühren haben, auch beim ORF gibt es ja diese Zwangsgebühren. Das muss man schon kritisch sein, wenn einem die Freiheit viel wert ist und wichtig ist und das ist es uns. Aber bei den Kammern geht es ja darum, dass die sozusagen für einen über Jahrzehnte hinweg Interessensausgleich gestanden sind, der sich weitgehend konfliktfrei in diesem Land immer hat lösen lassen. Weil Sie das Beispiel ÖMTC und ABÖ gebracht haben, wenn sich die beiden hinsetzen und sagen, wir beschließen jetzt, dass auf Autobahnen das Tempolimit bei 160 ist, dann kommt ja nichts raus. Nicht? Aber wenn sich die Sozialpartner zusammensetzen, dann können sie beispielsweise, so wie das jetzt geschehen ist, einen Mindestlohn festlegen, der bei 1500 Euro liegt. Das wäre schön und wichtig, ne, wenn man sich da auch im Sinne einer Fairness und mehr Fairness in der Gesellschaft hier auch durchsetzen würde. Aber was wir erleben, ist ja gerade durch dieses Bünde-, Kammer-, Sozialpartnerschaftswesen, dass da sowohl bei der Wirtschaftskammer als auch bei der Arbeiterkammer so eine Art politische Vorhöfe entstanden sind, wo man hunderte Millionen Euro durch Zwangsmitgliedseinnahmen angelegt hat, gespart hat und gar nicht für die Mitglieder bereitgestellt hat bzw. dort investiert. Und das muss man dann schon kritisch in Frage stellen, dass da Strukturen entstanden sind, einen eigenen rot-schwarzen Verwaltungsspeck aufzubauen, anstatt eine Serviceleistung, die eigentlich notwendig und wichtig wäre. Aber das eine ist Kritik sozusagen daran, dass irgendwo in der Bürokratie etwas nicht funktioniert und das andere, ob es das System der Sozialpartnerschaft in Österreich weiterhin geben soll. Das soll es geben. Das
das natürlich durch die Pflichtmitgliedschaft auch die Möglichkeit hat, für fast 100%, das sind 95-98%, die in Kollektivverträgen sind, eben den Mindestlohn durchzusetzen. Naja, das also durchsetzen tut das eine Regierung, die in der Umsetzung dann auch mit Mehrheitsbeschluss im Parlament sicherstellt, dass es zu so einer Entwicklung kommt. Ne? Nein, aber in dem Fall war es jetzt nicht so. Nicht? In dem Fall haben es wirklich die Sozialpartner gemacht, um eben nicht die Abgeordneten, zu einem Gesetzesbeschluss zu zwingen. Sozusagen, die Regierung legt ja immer Vorschläge vor den Abgeordneten und die beschließen sie dann. Ne? Aber entscheidend ist ja, natürlich soll es Kammern geben. Aber ich sage ja, wir wollen die direkte Demokratie, die auch sicherstellt, dass man nicht zum Bittsteller wird in der Gesellschaft, wie es heute jetzt oftmals der Fall ist, und dass man letztlich auch die Entscheidung haben können muss als Bürger, wollen wir solche Zwangsmitgliedschaftsstrukturen aufrechterhalten oder nicht, dass man da auch einmal eine Entscheidung herbeiführt und zumindest die Kammerumlagen halbiert. Wir können heute in allen Berechnungen feststellen, dass die Hälfte der Kammerumlagen völlig ausreichen würde, dieses Service, das heute den Mitgliedern sowohl bei der Wirtschafts- als auch bei der Arbeiterkammer angeboten wird, durchschnittlich 6 Euro pro Arbeitnehmer. Beim Arbeitnehmer, beim Wirt, bei der Wirtschaftskammerumlage sind wir schon bei ein paar hundert Euro. Ja. Aber das heißt jetzt auch, dass Sie Lohnpolitik über Gesetze machen wollen, also dass im Parlament Mindestlöhne beschlossen werden sollen? Der Sozialpartner soll es ja weitergeben, die will ja keiner abschaffen, aber sie sollen aufgrund ihrer Leistung für die Mitglieder auch entsprechend freiwillig Mitgliedsbeiträge erhalten. Mhm. Da gibt es aber nur die Neos, die diese freiwillige Mitgliedschaft auch noch wollen. Also keine andere Partei, jedenfalls im Spektrum derer, die jetzt im Nationalrat vertreten sind, ist auf ihrer Linie. Ja, es ist ja klar, die Sozialpartner, gerade wenn wir heute den rot-schwarzen Verwaltungsspeck generell hernehmen in der Struktur, die wir jetzt seit Jahrzehnten erleben, die wollen ja nicht bei sich selbst einmal ansetzen. Und deshalb braucht es die direkte Demokratie, um diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Das ist so wichtig, dass man endlich auch diese Elemente der direkten Demokratie, verbindliche Volksabstimmungen, wie in der Schweiz, hier auch endlich umsetzt und sicherstellt. Ich möchte der direkten Demokratie viel mehr Platz noch widmen. Ich merke, Sie haben es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, weil es Ihnen ein wichtiges Anliegen ist. Ja, den gordischen Knoten dieser Sozialpartner zu durchschneiden. Für eine allfällige Regierungsbeteiligung ist. Ich möchte auf die direkte Demokratie, wie gesagt, noch ganz ausführlich kommen, aber noch kurz bei der Sozialpolitik bleiben. Viele Menschen, für die das wichtig ist, dass jetzt 1500 Euro Mindestlohn beschlossen wurden von den Sozialpartnern, die sich erst umsetzen im Übrigen in den nächsten Jahren, also die kommen jetzt nicht mit von heute auf morgen, aber soweit besteht der Konsens darüber. Diese Menschen, die davon betroffen sind, machen sich selten darüber Sorgen, dass sie einmal mehr als 1 Million Euro erben oder zu vererben haben. Das sind aber viele FPÖ-Wählerinnen und Wähler. Warum sollen solche Erbschaften weiterhin steuerfrei bleiben? Es ist gut, dass Sie das ansprechen, denn wir haben grundsätzlich, und das überschneidet sich jetzt zu den Themen, die Sie angesprochen haben, wir haben eine Fairness-Krise in Österreich. Es sind viele Bereiche völlig unfair systematisch gestaltet. Und das ist jetzt das Beispiel. Mindestlohn war ja längst überfällig. Das ist ja eine jahrelange freiheitliche Forderung gewesen, bis sie jetzt zum Glück einmal beschlossen wurde. Wir brauchen eine Mindestpension. Es ist eine Schande in dem Land, dass heute Menschen, die 40 oder 45 Jahre hart gearbeitet haben, mit durchschnittlich, nämlich jeder zweite, unter 960 Euro erhält, sprich 940 Euro im Durchschnitt monatlich Pension erhält. Und gleichzeitig ein unfaires System, wo Menschen, die gar keine Stunde hier gearbeitet haben, keinen einzigen Cent in das Sozialsystem eingezahlt haben, dann eine Mindestsicherung von 840 Euro erhalten. Nicht einmal Grundwehrdiener, die etwas leisten für unser Land und einen Grundwehrdienst beim Bundesheer absolvieren oder einen Zivildienst machen, kriegen eine Mindestsicherung. Und die sollen sie erhalten, weil die leisten was. Das heißt, wir haben ein unfaires System, wo eine Mindestpension von 1200 Euro in Zukunft notwendig werden muss, aber auch ein Mindestlohn und darunter hinaus es nicht sein kann, dass Menschen, die keinen Beitrag geleistet haben, eine Mindestsicherung von 840 Euro erhalten. Das ist einfach ungerecht und unfair. Aber und da müssen wir gegensteuern. Ich glaube, das ist die Debatte, die diese Auseinandersetzung bis zum kommenden Wahltag ausmacht. Dass jene, die wenig bekommen, mehr bekommen sollen, dagegen, glaube ich, ist auch kaum jemand. Die Frage ist, wie das bei denen ist, die besonders viel bekommen. Nämlich, wenn jemand ein paar Millionen die Erbschaftssteuer, einfach erbt, die Sie darauf wollte ich jetzt hinaus. Warum, wenn Sie da anführen, wie wenig manche bekommen, sollen dann die besonders viel bekommen, nichts dafür bezahlen? Das ist ja auch ungerecht. Wir sind jetzt bei der Gerechtigkeitsdebatte und wenn wir von Fairness reden oder unfairen Entwicklungen reden, diese Menschen, Sie
und ich und viele Menschen draußen arbeiten tagtäglich fleißig. Ja. Sie zahlen Steuern mit ihrem Lohn. Sie arbeiten bis 15. August für den Staat, ja, im Durchschnitt. Ja. Erst dann für die eigene Tasche. Und dann erwirtschaftet man sich über Jahrzehnte, nimmt sich wahrscheinlich auch einen Kredit auf, hoffentlich ein kleines Vermögen, ein Haus, eine Wohnung, ein Grund und Boden, ein Bauernhof. Und dann soll man am Ende Erbschaftssteuer zahlen, wo man ein Leben lang für seine Kinder gearbeitet und Steuern gezahlt hat, dann vom Leben wegscheidet und stirbt. Dann sollen die Kinder, wo die Eltern hart geschuftet haben und Steuern gezahlt haben, noch einmal Steuern zahlen. Also das ist nicht gerecht und das ist nicht fair und das ist genau der Punkt. Und ich glaube, um diese Fairness-Debatte geht es. Wir müssen schauen, dass jeder Mensch, der etwas leistet und jeder Mensch, der etwas arbeitet, nicht von einer rot-schwarzen Bundesregierung wie die letzten 10 Jahre erlebt, ja nicht dass man leisten, oder? Nein, aber diese Regierung holt sich ja von den Bürgern Steuern, die ihnen gar nicht zustehen, weil wir einen völlig, einen bürokratischen Aufwand heute unter Rot-Schwarz erleben, wo Gelder versickern in dem System und diese Regierung und dieser Staat sich Gelder von den Arbeitnehmern, von den Angestellten und Unternehmern holt, die dem Staat gar nicht zustehen. Und da müssen wir mal ansetzen. Das heißt, wir müssen die Steuern senken in Wahrheit und wir müssen endlich in der Verwaltung auch die notwendigen Schritte umsetzen, dass diese überbordenden Kosten nicht mehr der Fall sind und eine Serviceleistung in den Mittelpunkt gestellt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Erbschaftssteuer zurückkommen. Jene, die dafür eintreten, wie die SPÖ zum Beispiel, ab einer Höhe von 1 Million oder die Grünen ab der Höhe von 500.000, mit denen werden sie nicht in eine Regierung kommen. Insofern stellt sich da die Frage nicht so genau. Aber nur um gedanklich noch dabei zu bleiben. Hier geht es ja um einen Vermögenszuwachs. Da geht es eben genau nicht um Menschen, die etwas leisten und hart arbeiten, sondern die einen Vermögenszuwachs ohne Arbeit haben und dafür nicht zahlen müssen, aber für die fleißige Arbeit, wie Sie das jetzt genannt haben, derjenigen, die 2.000 Euro brutto verdienen, von dem auch noch ein Stück Steuer zahlen müssen. Ja, wir haben heute eine Höchststeuerbelastung in Österreich. Wir haben die höchste Abgaben- und Steuerbelastung, die es gibt, mit über 43,5%. Mhm. Ja. Wir haben, wenn man so will, auch eine Reichensteuer. Wir haben ja abgestufte Steuerklassen und Steuerstufen. Und wie ich beschrieben habe, da arbeiten jene, die in der höchsten Steuerstufe sind, bis 15. August für den Staat. Ab 90.000 Euro zahlt man dann die Hälfte. Genau. Aber nur von dem, was drüber ist. Also das trifft also das ist so kein geraubtes Geld, das ist ein hart erarbeitetes. Und wir müssen schauen, dass wir da eben dafür Sorge tragen, dass die Schere nicht weiter auseinandergeht, die wir heute erleben. Und dass vor allen Dingen allen Menschen, die arbeiten und etwas leisten, auch endlich mehr netto vom Brutto überbleibt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Ansatz. Und nicht eine Klassenkampfdebatte, die keiner hören kann. Denn heute müssten sich ja Arbeiter, Angestellte und Unternehmer einhängen gegen eine rot-schwarze Raubritterregierung, die mehr Gelder ausgibt, als sie einnimmt, obwohl wir Höchststeuerbelastungen haben. Und das System ist nicht aufrechterhaltbar. Wenn man so ergründet, wo ihre wirtschaftspolitischen Schwerpunkte liegen, dann erkennt man so ein Pendeln zwischen einer Unternehmer- und Freiberuflerpartei oder auf der anderen Seite so eine selbsternannte Lobby für sozial Schwache. In welche Richtung schlägt das Pendel aus, wenn wir dann am Mittwoch das FPÖ-Wirtschaftsprogramm präsentiert bekommen? Im Wesentlichen einige Punkte sind heute bekannt geworden. Unter anderem gehört dazu auch die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern. Ja, es geht um Werte wie Fairness, wie Freiheit, aber auch Fortschritt. Es geht darum, dass Leistung natürlich auch sich entsprechend lohnen muss. Ja, aber in welche Richtung schlägt das Pendel aus? Eher zu einer arbeitnehmerfreundlichen Wirtschaftspolitik der SPÖ oder eher zur ÖVP? Ein sozialmarktwirtschaftliches Programm, denn wir sind eine soziale Heimatpartei und es ist kein Widerspruch, ja, ein Wirtschaftsprogramm zu haben, das sehr wohl Leistung auch wieder belohnt und nicht bestraft. Und genau das ist es. Ja, was wir heute erleben, ist eine völlig überholte Klassenkampfdebatte. Der einen oder anderen Partei eher zuordnen. Nein, das ist ein freiheitliches Wirtschaftsprogramm, das unter den Wertigkeiten, wie ich sie Ihnen beschrieben habe, auch präsentiert wird. Nicht tendenziell arbeitnehmerfreundlich ist, sondern das wird für arbeitnehmerfreundlich, angestelltenfreundlich und unternehmerfreundlich sein. Ne? Denn ich sage, das sind alles die Leistungsträger, die heute von einer Regierung ganz bewusst
gesagt, ausgesackelt werden, weil man in den eigenen Verwaltungsbereichen nicht bereit ist, endlich effizient umzugehen. Werden wir uns dann am Mittwoch genauer anschauen müssen. 12 bis 16 Milliarden Euro werden wir präsentieren, wie das finanziert wird, weil wir gerade darüber sprechen, in welche Richtung Sie eher tendieren. Das hat sich jetzt nicht erschlossen aus dem Wirtschaftsprogramm. Lassen Sie mich aber eine konkrete Frage stellen zu einer allfälligen Regierungsbildung. Ist es auf jeden Fall so, dass die Partei, die als Stimmenstärkste aus der nächsten Wahl herausgeht, den Kanzler stellen soll? Oder können Sie sich vorstellen, als vielleicht Dritter die zweite Partei zur Kanzlerpartei zu machen oder auch umgekehrt, sich selbst zum Kanzler zu machen durch den Drittstärksten? Also grundsätzlich, ich bin jetzt seit 12 Jahren freiheitlicher Parteiobmann. Ich habe schon vieles erlebt, viele Nationalratswahlen, wie Sie auch eingangs erwähnt haben, erlebt. Und ich habe immer erlebt, seit den letzten 12 Jahren als freiheitlicher Parteichef, dass wir von einer Nationalratswahl zur nächsten an Vertrauen zugewinnen konnten und SP und ÖVP Vertrauen verloren haben. Aber wir haben erlebt, der einzige Kleber, der in der Zweiten Republik Österreich gut funktioniert, das ist der Proporzkleber. Denn nach diesen Wahlen haben sich Rot und Schwarz immer wieder eingehängt. Und das ist genau das, was man auch nach dem 15. Oktober befürchten muss. Und genau das gilt es zu verhindern. Und das wird man nur verhindern können, wenn die freiheitliche Partei... Ich befürchten das ja nur in geringstem Maße. Na, schauen Sie, das ist genau der Punkt. Ne? Das ist genau der Punkt. Man lenkt offensichtlich davon ab, was Tradition ist in Österreich. Nämlich ein rot-schwarzes Proporzsystem, das sich im Zweifel immer eingehängt hat. Wir haben es ja auch bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl erlebt. Dort hat auch die ÖVP Van der Bellen vorgeschlagen und haben sich alle gegen uns eingehängt. Und das ist der Mechanismus, den man nach dem Wahltag oftmals dann auch immer wieder bestätigt erhält. Und das gilt es zu verhindern. Das kann man nur mit einer Stimme für die FPÖ. Ja, wenn ich sage, wer glaubt, jemanden anderen, weil er vielleicht sympathisch ist, zu wählen und am Ende findet er die FPÖ in der Regierung, der irrt vielleicht. Ne? Und genau das soll nicht sein. Aber meine Frage war, ob Sie sich vorstellen können, aus der Position des Dritten heraus den Zweiten zum Kanzler zu machen oder umgekehrt sich in der Position des Zweiten vom Dritten zum Kanzler zu machen. Die demokratische Legitimation ist ganz klar die stimmenstärkste Kraft. Soll, wie das bei uns auch in der Zweiten Republik die Usage ist, vom Bundespräsidenten den Regierungsverhandlungsauftrag erhalten. Das wird auch so sein. Die Frage ist ja nur, ja, ganz ob sicher ist das ja nicht. Ausgeschlossen da hat ja ist, der Bundespräsident durchaus ob es ausgeschlossen im Wahlkampf ist, das anders dass gesetzt. Es auch anders kommen könnte. Aber das ist selbstverständlich zu tun. Und dann hat die stärkste Kraft in der Regel, natürlich mit der zweitstärksten Kraft, so sollte es sein, Verhandlungen aber zu beginnen. Aber wenn es nicht gelingt, könnte es wenn's auch anders nicht sein. Gelingt, kann es anders sein. Aber okay. Es kann nicht sein, dass der Dritte den Zweiten zum Ersten macht. Ja, das ist einfach ein unehrlicher Vorgang. Und für den stehe ich nicht zur Verfügung. Was heißt das? Der Zweite den Dritten zum Ersten macht. So haben wir es schon einmal erlebt. Ach so, ja. Für sowas also, stehe ich nicht zur Verfügung. Sie haben jetzt Wolfgang Schüssel ins Spiel Dritten. Gebracht. So, ja, jetzt muss man da mitdenken, das wird ein bisschen kompliziert. Aber Sie haben jetzt an die Wahl 99 gedacht, Regierungsbildung genau. 2000, als die drittstärkste genau. Partei von der FPÖ zur Kanzlerpartei gemacht wurde. Das kommt mit Ihnen nicht in Frage, sagen Sie. Weil wir gerade bei Verbindungen zu anderen Parteien sind. Wenn es um die geht, dann finden Sie ja oft Gleichgesinnte auch im Ausland bei anderen Parteien. Und da möchte ich zu Donald Trump kommen, dem Sie nach seinem Sieg via Facebook zugejubelt haben und fragen, ob die Freude mittlerweile verflogen ist. Also ich frage mich immer wieder, welche Wahrnehmung der eine oder andere Journalist wie Sie jetzt hat, wenn er sagt, zugejubelt. Nein, ich habe gratuliert. Und ich glaube, das gebietet gratuliert, sich... Gratuliert, einigen wir uns darauf, aber es ja war nicht eine Gratulation auszusprechen Gratulation, nach einem demokratischen sich, Ergebnis, nein, das, sollte ja eine Selbstverständlichkeit ich, sein, Herr Leitner. Das möchte ich ganz aber Herr Leitner, wenn Sie mir, schon eine Vorwurf machen und eine Frage da, stellen, dann ich muss jetzt, ich Ihnen auch antworten. Das möchte ich auch gleich, dass Sie das tun. Ich möchte aber zurechtrücken, dass das Gratulieren schon so formuliert war. Ich habe den Facebook-Eintrag, den Sie da geschrieben haben, mir abgeschrieben. Ich spare mir jetzt, ihn vorzulesen. Es geht da, außer die bestehen drauf, also da es geht daraus mehr hervor, also na, dann muss ich es doch machen. Die politische Linke und das abgehobene sowie verfilzte Establishment wird vom Wähler abgestraft, genau, wurde jetzt gerade und so weiter. Naja, aber aus dem geht natürlich eine sehr große Sympathie für den Gewinner hervor. Nein, das ist eine Feststellung, denn schauen Sie, es sollte ja selbstverständlich sein als österreichischer Politiker, der zur Neutralität Österreich steht, einmal grundsätzlich jedes Wahlergebnis aber anderer Länder, und das war eine Präsidentschaftswahl in Amerika, auch zu respektieren, natürlich. Auch dem Präsidenten zu gratulieren. Ich mache das im Übrigen genauso auch bei anderen Ländern. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass wir darüber sprechen müssen, dass Ihre Sympathien eher beim Gewinner Trump gelegen sind, als hätte Hillary Clinton. Ich hätte Hillary Clinton genauso gratuliert, denn das wäre genauso notwendig und respektvoll gewesen, ja, das zu aber, tun. Aber Sie haben sie die abgehobene, verfilzte Establishment gerechnet und so weiter. Das war der Grund, warum die Amerikaner und die Amerikaner
amerikanische Bevölkerung offensichtlich diese Wahlentscheidung getroffen hat. Ja. Ich habe mir gedacht, sozusagen, Sie bleiben dabei und sagen, eigentlich ist es besser, dass der gewonnen hat. Ja, das wäre sozusagen, oder hätte sich erschlossen aus den Facebook-Amerikaner. Ja, trotzdem, man kann ja eine Sympathie für den einen oder anderen haben. Sie haben ja in vielen anderen europäischen Ländern auch mehr Sympathie für die eine Partei in diesem Land als für die andere Partei. Aber sei es drum. Meine Frage geht ja jetzt in eine ganz andere Richtung. Ich will ja nicht über amerikanische Innenpolitik und Donald Trump per se mit Ihnen reden, sondern über das, was er natürlich mit sich bringt, nämlich, dass man jetzt sieht, wie gefährlich es ist, wenn Politiker in Spitzenpositionen ihre Worte nicht auf die Goldwaage legen. Wie heikel es ist, wenn sie Wortmeldungen machen. Man hat das gesehen nach dem Terroranschlag in Charlottesville, wo Rechtsextreme demonstriert haben und dann einer dieser in eine Gruppe Gegendemonstranten gefahren ist. Noch viel heikler war es natürlich rund um Nordkorea, wo es weltpolitische Dimensionen hat, wenn der amerikanische Präsident das eine oder das andere sagt. Und meine Frage war, wie sehr da erkennbar ist, dass die Sprache Vorbild sein muss, weil sie Menschen zu Gewalt führen kann oder auch von Gewalt abhalten kann. Ja, mit Sicherheit ist das ein wesentlicher, entscheidender Punkt, ja, dass man natürlich bedacht mit seinen Worten auch umgeht, aber dass man sehr wohl auch den Mut hat, sehr klar Fehlentwicklungen auch anzusprechen. Und diese Klarheit fehlt ja oft. Man redet herum, man redet Dinge schön. Ne? Was natürlich auch in einer politischen Auseinandersetzung nichts verloren hat, sind so dirty Campaigning-Situationen, wie wir sie ja auch durch den ehemaligen Wahlkampfmanager der SPÖ, Herrn Silberstein, erlebt haben. Mhm. Ne? Und die ganzen Verflechtungen. Aber, ne? Ja. Also auch das hat eigentlich in einer politischen Auseinandersetzung nichts verloren. Aber weil Sie jetzt gerade gesagt haben, es ist sehr heikel, was Politiker sagen, führt mich das natürlich jetzt zu einem Abgeordneten Ihrer Partei, der zuletzt mit Aussagen aufgefallen ist, nämlich der Abgeordnete Hübner. Und ich sage Ihnen, ich wollte wirklich in diesem Gespräch die Aspekte der Abgrenzung der FPÖ vom NS-Gedankengut nicht ansprechen, weil sie schon 100-mal abgehandelt worden sind in Gesprächen mit Ihnen. Und jetzt kommt wieder so ein Fall daher bleibt es mir nicht erspart, mit Ihnen darüber zu sprechen, wo der Abgeordnete Hübner bei einer Veranstaltung den Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung mit antisemitischen Codes verunglimpft hat. Ich würde nur gern wissen, geht Ihnen das manchmal schon ordentlich auf die Nerven, dass immer solche Personen auftauchen, die solche Aussagen machen, wo die Abgrenzung wieder durchlöchert wird? Also zum einen war der österreichische Verfassungsrechtler Kelsen ein großartiger Verfassungsjurist und hat eine hervorragende österreichische Verfassung mit zu verantworten. Da muss man dankbar sein. Zum anderen, was Sie jetzt Herrn Hübner unterstellt haben, hat er sehr vehement zurückgewiesen. Aber ich habe ihm nichts unterstellt. Sie haben ihm etwas unterstellt, nämlich dass er antisemitische Aussagen getätigt hat. Er weist das vehement von sich und sagt, so hat er das überhaupt nicht gemeint, wenn war es missverständlich, und er weist das vehement zurück. Er weiß aber und erkennt, dass offenbar mit diesen Unterstellungen natürlich eine Situation gegeben ist, wo er für sich persönlich die Konsequenzen gezogen hat und den Rückzug erklärt hat, ja, nicht mehr zu kandidieren, damit eben nicht eine laufende Kampagnisierung der Fall ist. Im Übrigen, der Herr Böchhacker von der SPÖ, der dem Herrn Hofer das Krüppellied und damit allen Behinderten mit einer empathielosen Beleidigung begegnet darüber ist. Darüber wird damit der SPÖ zu sprechen sein. Der wird jetzt SPÖ-Wahlkampfmanager. Da sehen Sie vielleicht auch einen Unterschied, wenn es dann darum geht, nach solchen Entwicklungen auch entsprechend auch konsequent zu sein. Der ist offenbar nicht Wahlkampfmanager, aber er ist ins Team geholt worden. Entfernten Herrn Silberstein. Ja, ja. Darüber wird mit der SPÖ zu sprechen sein. Aber jetzt geht es ja eben um Sie, um Ihre Partei. Und es geht natürlich um Aussagen, die ein anderes Gewicht haben aufgrund der Geschichte Österreichs. Da ist es ja nicht so, dass es eine Kampagnisierung gegeben hätte, sondern SPÖ und ÖVP haben sofort gesagt, wenn der bleibt, können wir mit den Freiheitlichen nicht in die Regierung gehen. Also sofort finde ich gut, Herr Leitner. Ne? Oh, ja. Ich glaube, im Jahr 2016 hat er diesen Vortrag gehalten. Nein, nachdem es bekannt geworden ist, natürlich, Herr Sprache, das ist ja eklig. Und dann hat man sich das offensichtlich
für den Wahlkampf aufgehoben. Ne? Zum Thema sofort. Nein, ja. Das war natürlich eine vorbereitete Kampagnisierung im Sinne eines Dirty Campaignings, wo ich jetzt ich sage, da fällt man eh oft in die eigene Grube. Ohne Häme sage ich, das ist in Richtung SPÖ, dass man da oftmals in die eigene Grube gräbt. Ja. Denn wenn man selbst mit Milliardären Netzwerke bildet... Herr Strache, aber jetzt macht es gerade schwierig, dass wir miteinander reden, weil ich wollte kurz, nur kurz über den Herrn Hübner reden. Ja, und ich wollte Ihnen aufzeigen, was die SPÖ macht. Das werde ich mit Christian Kern hier besprechen. Ich wollte nur dieses Thema kurz mit Ihnen abhandeln und ich glaube auch, dass es von ÖVP und SPÖ aufgebracht wurde, indem Sie gesagt haben, die Freiheitlichen müssen Sie jetzt von dem trennen, sonst können wir keine Regierung bilden. Und daher ist meine Frage, ob das sozusagen nur ein ständiges ins rechte Eck stellen ist, wie es der Herr Hübner im Übrigen auch kritisiert hat, oder ob das sozusagen doch eine Grenzüberschreitung war, die heute halt nicht drinnen ist, wenn man mit anderen Parteien im Land eine Koalition eingeht. Also die missverständlichen Äußerungen waren sicherlich nicht schön, da braucht man gar nicht reden. Ja. Aber da glaube ich dem Abgeordneten Hübner, dass er in keinster Weise, und das hat er auch vehement in der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht, irgendeinen antisemitischen Gedanken hat. Der Antisemitismus ist in unserer Gesellschaft wirklich ein Problem, da gebe ich Ihnen recht. Aber da müssen Sie auch die Aslan-Studie lesen, wo über 45% Personen, Migranten in Österreich mit muslimischem Hintergrund, die Vernichtung Israels sich wünschen und auch die Vernichtung von Juden sich wünschen. Da haben wir wirklich ein Problem. Ja. Und zu dem möchte ich auch tatsächlich noch kommen. Was den Herrn Hübner betrifft, muss ich aber da auch noch dazu sagen, sozusagen die Zweideutigkeit oder die Missverständlichkeit, von der Sie jetzt gesprochen haben, niemand anders missverstanden als antisemitisch missverstanden. Aber der kommen Kenzler wir jetzt ja von der... Einmal, eben Kenzler war ja hat ja keiner, nicht einmal drum, genau jüdische drum. Wurzeln, also so, so gesehen ist ja das an sich ein Unsinn. Genau, auch das ist es. Die Namen auf der Nationalratsliste, der Herr Hübner wird ja nicht mehr kandidieren, führt uns jetzt zu... Das heißt, wir sprechen heute nicht über die Themen, die Österreicherinnen und Österreicher interessieren, sondern wir sprechen über die Befindlichkeit. Führt mich zu einem Charakteristikum Ihrer Liste, nämlich, dass es als einzige Partei, der jetzt Vertreterinnen im Nationalrat, kein Reißverschlusssystem gibt, sodass männlich-weiblich abwechselnd vorkommt. Und ich möchte jetzt kurz uns mit Ihnen einen Filmausschnitt aus ORF-Produktionen anschauen, in denen so manches Problem gut auf den Punkt gebracht wird. Der folgende Ausschnitt stammt aus dem Film Das Sacher. Da geht es um die Geschichte des Wiener Traditionshotels an der Ringstraße, gelaufen zu Weihnachten letzten Jahres. Vielleicht haben Sie den Zweiteiler gesehen. Und es zeigt den Stellenwert der Frau, in diesem Fall Anna Sacher, gespielt von Ursula Strauß, in einer Männergesellschaft. Sie können sich gerne über mich beschweren, aber nur bei der gnädigen Frau. Dieser Ton ist eine Frechheit! Wenn dem gnädigen Herrn der Ton nicht gefällt, kann ich dem gnädigen Herrn gerne eine Karte für die Oper besorgen. Dort ist der Ton gewiss ganz akkurat. Was gibt's denn? Der gnädige Herr will sich nichts erklären lassen. Womit kann ich denn dienen? Verzeihung, ich möchte den Direktor sprechen. Was wünschen Sie denn? Ich meine den Herrn Direktor. Der Herr im Haus bin ich. Der Herr im Haus bin ich, sagt Anna Sacher in diesem Historienfilm, der letztes Jahr im ORF gelaufen ist. Ich möchte jetzt zu Themen kommen, die die Menschen interessieren. Zum Beispiel, welche Forderungen die Freiheitlichen aufstellen, um die Chancen von Frauen in Spitzenpositionen zu erhöhen. Ich glaube, dass die Probleme, die Frauen in unserer Gesellschaft vorfinden, nicht an der Spitze gegeben sind, sondern oftmals ganz unten. Wenn es nämlich aber darum geht, denen gefragt. Ja, schauen Sie, aber da lassen Sie die wirklichen Probleme der 80% und mehr Frauen völlig auf der Strecke. Denn die haben heute die Sorgen und die Probleme, dass sie, wenn sie Kinder bekommen, oftmals keine Pflegeplätze, also keine Betreuungsplätze finden, dass sie zu wenig Geld überhaben, dass sie es nicht an die Pension angerechnet bekommen, was sie eigentlich sollten, dass sie am Ende dann, wenn sie in Pension gehen, oftmals verarmen. Ja? Das sind die Probleme. Und dass bei gleicher Leistung noch immer nicht der gleiche Lohn gegeben ist, das sind die Probleme. Und da nützt uns auch eine veränderte Bundeshymne nichts und das hilft keiner einzigen Frau, sondern das sind die Probleme, wo heute Frauen in unserer Gesellschaft durch Benachteiligung in Wahrheit leiden. Und das ich rede ja nicht nur von Hotelmanagerinnen, sondern auch weiterkommen in der Hierarchie. Das ist ja für Frauen auch oft früher aus. Es hat zuletzt einen Gesetzesbeschluss gegeben, eine Quote einzuführen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen, die zumindest ein Drittel, also weniger sogar 30%, von Frauen besetzt sein müssen. Der DFB nicht zugestimmt. Ist Ihnen sowas nicht wichtig, dass man sozusagen beginnt, ein paar Positionen tatsächlich quotenmäßig auch aufzuteilen, um vielleicht dann, so ist
die Idee dieses Gesetzes gewesen, mehr Frauen von unten hinauf in höhere Positionen zu bringen? Also ich kenne sehr, sehr viele erfolgreiche Frauen, die aufgrund ihrer Fachqualifikation auch größten Erfolg haben. Aber ich kenne auch umgekehrt eben die Situation, die ich Ihnen beschrieben habe, und da braucht man nämlich keine Quoten, ja, kenne ich die Situation von vielen Frauen, die ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder heute zu Hause auch betreuen und in den letzten 20 Jahren erlebt haben, dass das Pflegegeld, nämlich was nicht valorisiert worden ist und nicht inflationsangepasst worden ist, 30% verloren haben. Und die stehen im Regen und die lässt man im Regen stehen in der Gesellschaft. Und das sind genau die Dinge, wenn es um Fairness geht, die abgestellt gehören. Das heißt, da lässt man die Ärmsten der Armen in der Gesellschaft über. Starke, erfolgreiche Frauen, glauben Sie, die setzen sich durch, ja. Aber es gibt viele Frauen, die in der Gesellschaft sich für die Familie entscheiden, für andere Bereiche. Und die werden aber vielleicht liegt es auch daran, dass manchmal Abgeordnete hier nicht so den Blick auf diese Frauenprobleme haben, auch derer, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, nicht nur der an der Spitze, sondern die, die pflegebedürftige Familienmitglieder haben, weil im Nationalrat nicht genügend Frauen sind, die sich genau dessen annehmen. Und da ist natürlich Ihre Fraktion jetzt jene, nein, insgesamt im Nationalrat ist das Problem nicht, das liegt ja eben in Ihrer Partei, die keinen so einen Reißverschluss hat, wo Sie bei einer Frauenquote von 18% im Freiheitlichen Club sind derzeit. Wäre es da nicht eben geboten, sozusagen das jetzt anders zu machen? Na, wir haben sehr starke und exzellente, fachlich qualifizierte Frauen bei uns. Und ich erlebe ja oft, und ich komme ja selbst aus einer Familie, meine Mutter war Alleinerzieherin, glauben Sie, ich habe den größten Respekt vor Frauen, den habe ich nämlich von zu Hause und bei all dem, was meine Mutter geleistet hat, auch mitbekommen. Aber so ein Reißverschluss in dem ist trotzdem kein Thema bei Ihnen? Es geht, also wenn Sie Demokratie ausschalten wollen, dann ist das ein Thema. Wir schalten Demokratie nicht aus. Bei uns gibt es demokratische Spielregeln. Das beginnt, wenn man Mitglied wird, im Bezirk, in der Ortsgruppe, über die Landesebene, und dort wird gewählt. Und je nach Wahlergebnis wird dann auch die Liste erstellt. Das ist nicht etwas, wo wir sagen, das schalten wir aus und jetzt muss das so sein, dass jeder ein gewisses Alter haben muss oder dass ein Reißverschlusssystem nach diesen Qualifikationen gegeben ist. Nein, das halten wir für nicht demokratisch. Das heißt, den Vorwurf machen Sie jetzt natürlich allen anderen Parlamentsparteien, die ein Reißverschlusssystem haben. Und das sind also, so gut wie ich alle. Ich erlebe im Parlament viele, viele Männer, die sich für Frauenrechte ganz entschieden haben. Aber das ist ein Vorwurf jetzt an alle anderen Parteien, dass das undemokratisch sei. Und das führt mich gleich dazu, dass ich so ein bisschen Ihr Demokratieverständnis auch ausleuchten möchte. Sie haben schon angesprochen, direkte Demokratie ist da etwas, was Ihnen sehr am Herzen liegt und eine große Rolle spielt. Warum, frage ich Sie, sollte die Bevölkerung ein größeres Interesse an der direkten Demokratie haben als an der repräsentativen? Halt, die repräsentative bleibt. Sie wird nur zusätzlich durch eine Demokratievertiefung und Verbreiterung ergänzt und unterstützt. Das heißt, die parlamentarische repräsentative Demokratie bleibt, wie sie ist. Sie bekommt aber zusätzlich durch die direkte Demokratie einen Kontrollmechanismus, der den Österreicherinnen und Österreichern in die Hand gegeben wird, damit eben nicht die Parteisekretariate in den Hinterzimmern sich alles ausmauscheln, sondern dass, wenn eklatante Fehlentscheidungen gegen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung getroffen werden, die Bevölkerung nicht Bittsteller ist, sondern mit einer verbindlichen Volksabstimmung sagen kann, halt, stopp, so nicht. Und wenn da 100.000 Österreicherinnen und Österreicher in Zukunft für eine verbindliche Volksabstimmung auch Unterschriften sammeln, dann soll es die geben und dann soll auch eine absolute Mehrheit die Entscheidung treffen können. Und ist da auch unsere Gesellschaft reif dafür, für so viele, ich weiß nicht, was Ihnen vorschwebt, an Intensität von Volksabstimmungen? Ich kann mich erinnern, letztes Jahr hat es schon ein bisschen Ranzen darüber gegeben, dass wir dreimal wählen mussten, nicht? Weil die Stichwahl auf Antrag der Freiheitlichen auch dann wieder aufgehoben wurde. Und das wäre ja ein noch häufigeres Gehen zu den Wahlurnen und ein sich befassen mit oft sehr komplexen Dingen, Stichwort CETA beispielsweise. Ja, nicht, weil wir es beeinsprucht haben, ist sie aufgehoben worden, sondern weil eklatante Missstände und Missbrauch stattgefunden haben. Sie haben nur den Antrag gestellt. Im Übrigen, aber das war jetzt auch gar kein Vorwurf. Nein, aber das ist, mir fällt nur immer wieder auf, dass in Ihrer Diktion das eine oder andere vielleicht da nicht ganz klar ist. Und deshalb stelle ich es ja richtig. Ja, der Verfassungsgerichtshof hat auf Antrag der Freiheitlichen Partei weil Missstände passiert sind, die so eklatant sind, aber ich wollte dass gar das nicht in einer Demokratie nichts verloren hat. Das ist auch völlig richtig, dass wenn der Verfassungsgerichtshof das aufhebt, also dass man dazu steht, dass die Österreicherinnen und Österreicher sind fähig, mehr Demokratie Gründe, zu vertragen. Ja? Dass diese Gründe genau darum geht's ja gewesen, da gewesen sind. Aber direkte Demokratie hat ja auch nicht nur Nutzen, sondern auch Nachteile oder auch die eine oder andere Gefahr, die sie in sich birgt. Also zum Beispiel, dass man von der Mehrheit, die ausgedrückt wird am Wege direkter Demokratie, zu einer Macht des Stärkeren kommt und Minderheitenrechte verloren gehen, die ja die liberale Demokratie so sehr ausmachen.
Minderheitenrechte machen uns aus, das stimmt. Das kann aber auch und soll aber auch nicht so sein, dass permanent die Mehrheit erleben muss, dass gegen ihre eklatanten Interessen sozusagen Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ja genau der Punkt. Ne? Es hat ja niemand die österreichische Bevölkerung gefragt 2015, ob die Grenzen außer Kraft gesetzt werden sollen, ob man da diese unverantwortliche Willkommenspolitik leben soll. Ne? Da wurde einfach entschieden und man hat, ich sage bewusst, Gesetze gebrochen, die jetzt mit all den Fehlentwicklungen, die daraus entstanden sind, die österreichische Bevölkerung auszubaden hat, nämlich mit Steuerzahler, mit Kosten, die da entstanden sind, eine Lawine an Kosten, ja, die irgendwo anders wieder die Gelder fehlen. Und das muss man natürlich in einem Gesamtbild begreifen. Die Schweiz hat über 100 Jahre die direkte Demokratie evaluiert. Und dort, je leichter der Zugang möglich gemacht worden ist, auch in den Kantonen, desto sparsamer ist man auch mit den öffentlichen Geldern umgegangen. Und das ist doch etwas, wo man natürlich erkennen soll, mehr Demokratie kann nie falsch sein. Es kann nur gut sein, um solche festgefahrenen rot-schwarzen Proporzstrukturen aufzubrechen. Das ist immer die Frage, was man daraus macht. Darum frage ich ja. In der Türkei hat es auch direkte Demokratie zuletzt gegeben, nämlich die Abstimmung über ein neues Verfassungssystem, das zu autoritären Strukturen bis hin zu einer Diktatur in einigen Bereichen geführt hat. Und diese Gefahr besteht natürlich auch in direkter Demokratie. Nein, eben nicht. Denn ich sage, das sind ganz klare Bereiche, die ganz klar von solchen Entscheidungen auszuklammern sind. Wenn es um die Todesstrafe geht, wenn es um die Abschaffung von Demokratie geht, das hat nichts. Also der Satz, der es gibt Demokratie keine Frage, über die man das Volk nicht abstimmen lassen kann, gilt so nicht ganz. Also Sie schließen Bereiche, schon einige aus, wo man dann als sozusagen Nationaler die Verantwortung übernehmen muss und sagt, da sagen wir, wo es lang geht. Na, selbstverständlich, ja. Denn die Abschaffung der Demokratie, das kann niemals etwas sein, was man abstimmen lassen kann. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja? Und genauso auch der Bereich der Todesstrafe, wo wir eine sehr klare Position haben, das kommt für uns nicht in Frage. Über Südtirol beispielsweise soll man schon abstimmen, das fällt mir nur ein, weil Martin Kraft, der jetzt wieder auf der Liste ist, das einmal gefordert hat. Da haben wir eine Schutzmachtfunktion, wie Sie wissen. Und aber soll man darüber abstimmen? Wir haben hier eine Schutzmachtfunktion, da braucht man gar nicht abstimmen. Okay. Sondern da haben wir eine Verantwortung und da gibt es ja, wenn wir von Freiheit reden, wir haben heute auch vom Wert der Freiheit in Europa gesprochen, das Selbstbestimmungsrecht. Und dieses Selbstbestimmungsrecht kann man auf Dauer sicherlich auch den Südtirolern nicht verwehren. Und genau darum geht es. Weil wir gerade über Minderheiten sprechen. Beim Zusammenleben von Minderheiten, die einen anderen kulturellen Background haben, stellt sich ja oft die Frage, wie weit muss mindestens aber ein Konsens über all die Grenzen, über die kulturellen Grenzen hinweg bestehen und die Herausforderungen des Zusammenlebens in einem Zinshaus, zeigten Sie jetzt noch eine launige Szene aus der ORF-Produktion Kebab mit alles, in der das Aufeinandertreffen der Kulturen natürlich etwas überzeichnet dargestellt wird. Was ist jetzt schon wieder? Mustafa Öztürk? Cem, bu kapı. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Hikmet Bey, hoş geldiniz. Hayırdır? Selamünaleyküm. Sana ve ailene. Mustafa, was ist? Sağ olun, wir haben noch ein Geschenk bekommen. Schlachten. Ein Teil behalten, das beste Stück bringst du unserem Chef. Mein Sohn ist Vegetarier und meine Tochter isst nur Geflügel, also das wäre doch wirklich... Es ist wichtig, das zu tun, was die Tradition verlangt. Die Tradition? Ja, die Tradition. Die Tradition. Die FPÖ hat jetzt ins Spiel gebracht ein Ministerium für Heimatschutz und Leitkultur. Das ist die Brücke zu diesem Thema Leitkultur. Welche Maßnahmen sollen von so einem Ministerium ausgehen? Grundsätzlich, wir haben jetzt die Szenen gesehen und Sie haben da von einer Überzeichnung gesprochen. Das ist leider da oder dort auch Realität in unserer Gesellschaft, dass in Gemeindebauten im Hinterhof Tiere geschächtet werden und andere Mechanismen der Fall sind. Und ich glaube, sowas hat in der Gesellschaft nichts verloren. Und da gibt es Regeln und da gibt es klare gesetzliche Regelungen auch und an die hat man sich zu halten. Und da ist schon etwas passiert in den letzten Jahren. Ich habe heute schon angesprochen, wenn da Vereine und Kindergärten und auch, ich sag, andere Strukturen genehmigt worden sind, wo, ich sag, abseits unserer Gesellschaft Parallel- und Gegengesellschaften entstanden sind, die sehr gefährlich sind, ja, dann hat es hier massive Verantwortlichkeiten auch gegeben, wo, ich sage, sowohl der
nahe ÖVP-Parteichef natürlich als Integrationsminister Verantwortung trägt und viele andere. Das heißt, da muss man schon sagen, da ist ein Missverständnis. Was Ihre Vorstellungen sind, wenn es ein solches Ministerium geben sollte bei einer Regierungsbeteiligung, das im Namen führt, Ministerium für Leitkultur. Also was macht die aus, die Leitkultur? Also es geht natürlich um Integration und es geht ja um viele Bereiche. Das fängt ja an im Bildungsbereich. Wir erleben ja, ich sage, das durchschneidet und kreuzt ja alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens. Von der Bildung in der Schule angefangen, wo wir Probleme haben, wo manche fordern, das Kreuzkehrt abgehängt, ja, wo manche sagen, da darf es kein Schweinefleisch mehr geben, wo der Nikolaus nicht mehr kommen darf und andere Wahnsinnigkeiten. Das kann ja nicht sein. Das heißt, wir haben natürlich klarzumachen, wer zu uns kommt, der hat auch unsere Gesellschaft, unsere Kultur auch zu respektieren, auch wertzuschätzen, aber auch nach unseren Gegebenheiten zu leben. Und der kann nicht erwarten, dass wir uns plötzlich an jene, die zu uns als Gäste kommen, anpassen. Ich glaube, da ist einiges falsch gelaufen in den letzten Jahren. Und wer das nicht begreift, der lebt offenbar nicht in der Realität. Und ich glaub, aber da hat es ja das Integrationsgesetz jetzt gegeben, das beschlossen worden ist. Das sieht 12 Monate Integrationskurse vor, wo es auch um Werte geht. Und dann erleben wir, dass wir zigtausende illegal Aufhältige in Österreich haben, die nicht rückgeführt werden. Ja, aber das ist jetzt wieder was anderes. Das hat was mit Asylrecht zu tun. Aber bleiben wir bei der Kultur. Dann erleben wir die Integration in den Schulen, ja, die leider in vielen Bereichen nicht stattfindet, weil wir Schulklassen oder auch ganze Schulen erleben, wo bereits 80-90% Nicht-Österreicher vorhanden sind, wo man nicht verlangt, dass Deutsch vor Schuleintritt eine Selbstverständlichkeit sein soll und viele andere Bereiche mehr. Und dass man auch in der Pause selbstverständlich nach Möglichkeit Deutsch spricht. Sollte. Das sind ja alles Mechanismen, für die hat man politisch Sorge zu tragen. Und ich werfe ja gar nicht den Menschen, die zu uns kommen, um sich besser zu stellen, etwas vor. Ich werfe den Regierungspolitikern vor, dass sie in all den Bereichen die Probleme negiert haben, geschaffen haben, bis sie teilweise sich zu Krisen entwickelt haben. Ja, und jetzt haben wir das Problem, endlich hoffentlich Handlungen zu erleben. Und da setzt die Regierung gar nichts um, im Gegenteil. Und das ist so notwendig, dagegen zu steuern. Jetzt muss ich nur mehr aufs Integrationsgesetz zurückkommen. Ja. Das war ja so eins. Da ist bis hin zum Burka-Verbot und etlichen anderen Dingen einiges drinnen. Auch ein Islamgesetz hat es gegeben im Jahr 15, wo es darum gegangen ist, keine Fremdfinanzierung. Ja, das hat sich jetzt gerade als tauglich erwiesen, völlig untauglich. Weil es eine Imamschule eines islamischen Vereins verbietet. Also das fällt ja genau unter dieses Gesetz. Herr Leitner, das Islamgesetz ist eine Katastrophe. Nicht nur, dass der Herr Kurz meint, der Islam sei ein Teil Österreichs. Das ist das nicht. Ja, sondern ein Islamgesetz, das die Glaubensrichtlinien nicht auf Deutsch verlangt hat, um es bewerten zu können, ob sie verfassungskonform sind. Also das passt schon von vornherein nicht. Ja. Und wenn man dann noch die Auslandsfinanzierung für islamische Vereine möglich gemacht hat, ausdrücklich, dann passt es zum Weiteren nicht. Und wenn man dann Schulen erlebt, wie aktuell in Wien, wo die Ämter, die Magistratsabteilungen und das Ministerium nicht damit draufkommt, dass dort illegal ein Schulbetrieb stattfindet, eine Zeit lang, dann frage ich mich, was rennt da alles schief? Das sind ja alles hausgemachte Probleme. Und da muss uns doch klar sein, dass offensichtlich bis dato die Parteien mit solchen Fehlentwicklungen das auch unterstützt haben, beziehungsweise weggeschaut haben. Und das erleben wir ja auch bei Vereinen wie mit dem ATIP und anderen Vereinen, Mili Görosch etc., wo natürlich Schnittstellen zwischen Rot und Schwarz da sind. Und dann muss man schon feststellen, das geht bis hinein in den Scheinstaatsbürgerbereich, wo wir aufdecken konnten, dass mutmaßlich über 20.000 türkische Scheinstaatsbürger in Österreich leben und die Behörden, das Ministerium für Inneres, der Innenminister, bis heute nicht fähig ist, hier bis zur Wahl dafür Sorge zu tragen, dass es nicht sein kann, dass jemand, der Scheinstaatsbürger ist, vielleicht weniger. Er befürchtet sogar, dass Sie deswegen die Wahl anfechten, hat er gesagt. Schauen Sie, ich befürchte, dass der Minister Sobotka die Rechtsdurchsetzung nicht. Den geht's jetzt um den Innenminister. Wenn müssen wir dann auch Klage gegen den Minister, nämlich eine Amtshaftungsklage überlegen. Denn es kann ja nicht sein, dass solche rechtswidrigen Zustände in Österreich einfach toleriert werden. Und da sind wir genau beim Thema. Das sind genau die Entwicklungen, wo ich sage, Rot und Schwarz haben diese Entwicklungen geschaffen und zu verantworten. Ja. Und die werden es doch nicht ändern. Und was Sie im Zuge der Etablierung eines Ministeriums für Leitkultur daran ändern wollen, haben wir jetzt nicht mehr ganz rausgebracht. Jetzt sind wir auch leider schon am Ende. Oder haben Sie es, wenn Sie es für Ihre Begriffe kommuniziert haben, ist es auch gut. Jetzt am Schluss sind Sie wieder sehr in Fahrt gekommen, aber ansonsten gelten Sie ja momentan gelassener denn je. Und das ist ja die Beobachtung vieler Journalisten und Politikbeobachter. Nein, Sie haben lange Zeit, da ist es auch aufwärts gegangen in den Umfragen und auch mit den Wahlergebnissen, doch viel konfrontativer agiert, insbesondere bei Fernsehauftritten. Mir ist da ein Satz von Bert Brecht untergekommen aus den Geschichten vom Herrn Keuner,
Da heißt es, ein Mann, der Herr K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Hatten Sie auch so ein Erlebnis, dass Ihnen jemand einmal gesagt hat, Sie sind seit 10 Jahren der gleiche? Als ob, oder ist es jetzt ein bisschen politisches Kalkül, dass Sie sagen müssen, wenn ich da mitregieren will, muss ich jetzt ein bisschen sanfter auftreten? Nein, zum einen entwickelt man sich weiter, wird reifer. Qualität setzt sich auf Dauer immer durch. Qualität ist auch keine Frage des Alters. Und jetzt habe ich in 12 Jahren erlebt, eine Partei von 3% auf zuletzt 20,5% geführt zu haben. Ich glaube, es gibt keine andere Partei, die in den letzten 12 Jahren plus 17% an Vertrauen zulegen konnte. Und ich hoffe, dass wir weiter Vertrauen zulegen werden. Und das zeigt ja, dass wir offensichtlich in vielen Bereichen mit der Themenführerschaft schon gepunktet haben und auch durchdringen konnten. Wenn jetzt kurz vor der Wahl auch andere Parteien eingestehen müssen, dass sie uns jahrelang zu Unrecht diffamiert haben und dass wir Recht gehabt haben mit unseren Forderungen und dass wir viel früher auf uns hören. Das macht Sie so gelassen. Herr Strache, vielen Dank für das Sommergespräch. Wie immer wird das jetzt gleich analysiert und zwar im Anschluss in der ZIB 2. Da ist Eva Linsinger vom Profil zu Gast und Klaus Bandi von der Kronenzeitung. Ich bin gespannt darauf, wie die das Gespräch sehen. Zu sehen gleich, wie gesagt, bei Armin Wolf in der ZIB 2. Nächsten Montag freue ich mich, wenn Sie wieder bei den Sommergesprächen dabei sind. Zur gleichen Sendezeit ist dann der neue ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hier zu Gast. Für heute darf ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen.